Die Kleine ist jetzt Lehrerin, dass sie nicht von ihrer fangzähnigen Geranie gefressen wurde. Revelio! Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Levioso. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Revelio. Sie ist sonst verlässlicher. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein.
Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim Hierumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher heraus... Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Fantastisch. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Vorsichtig. Lumos. Lumos. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Was war das? Bescheid, wenn du soweit bist. Ich folge dir. Ich lenke sie ab. Hau nach, wenn es sicher ist. Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird... Weiter so! Wir müssen nur das Nest erreichen. Kein herzlicher Empfang. Ach, hat was von einem Kaminfeuer. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Thank you.
Da ist das Nest. Wir sind fast da. Warum sind alle Brücken zerstört? Reparo. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Wie konnte ich so blind sein? Brenn ihn nicht, die Knoten in der Tasche. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Mutig, ja. Wie konnte ich mich da reinziehen lassen? Kampfringo! Was ich mir das nicht? Man stiehlt doch keine gestohlenen Koboldhelme. Das weiß jedes Kind. Du hast viele meiner... Expulso! Ich wünsche dir... Hab schon Besseres! Expulso! Überhaupt einen Kipugrei? Incendio! Sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Expulso! Komm, Angst davor zurückzuschlagen? So laut wie ein Troll! Du solltest dich bereit... Incendio! Expulso! Expulso! Expelliarmus!
Wenn du mich entwaffnest, brennt es. Mehr hast du wohl nicht drauf? Ja. Mehr hast du nicht. Incendio! Montego! Glaub nicht, dass du das hier überlebst. Expulso! Das versuchst du's überhaupt? Montego! Hitze, jetzt nehmen wir Fahrt. Finite. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Dieses Lager gefällt. Fringo! Diese Tatsache! Ich habe noch nicht mal meinen Tee! Tod! Das ist wirklich armselig! Montego! Expulso! An deiner Stelle. Du trägst den geklauten Koboldhelm ja gar nicht. Serioso. Du hast genug. Du hast doch den Hippogreif befreit. Was? Ist Treadwell wieder in der Nähe? Hitrificus Totalus! Revelio. Ich könnte einfach abhauen, ohne auch nur einen von euch mitzunehmen. Ihr habt euch alle in ein Rudel Jarvis verwandelt. Petrificus Totalus. Unterstellt mir, was ihr wollt. Ich gehe.
Impulso. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Also. Also. ¡Peleamos! Das war's. Oh,
Ein Schatz! Wolkenschwinge, hopp! Wolkenschwinge, los! Was in Merlin? Ich hab was gehört. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Gracias.